Nee, du bist schlimmer als die meisten anderen. Die meisten ACs gehen mir eh auf den Sack, aber die haben wenigstens irgendwelche Qualitäten, weißt du? Selbst der TF-ADC, den ich hatte, hatte Qualität, mit denen ich irgendwie was anfangen konnte. Hallo. Hallo. Elo, welche Elo bist du? Ich bin Platin 2. Platin, und du bist ADC? Jo. Deine besten ADCs bist du 3 Stück. Ezreal, Xayah, Tristana. Wo siehst du denn so deine Probleme? Objective Control im Early Mid-Game. Ich bleib sehr oft einfach nur auf der Botlane. Nicht sehr viel Impact. Ja, genau. Okay. Was machst du gut? League of Legends spielen, I guess. Ja. Aber. Nee. Was denn? Ja, Laning Phase, ich force the plays. Also, ich versuche schon, dass ich nicht einfach nur so braindead irgendwo Auto-Attack im Hintergrund. Versuche schon aktiv was zu forcen. Mhm. Okay. Gut. Weißt du, wie ein Coaching aussieht? Ah, ja. Leider. Okay, dann weißt du, willst du fahren? Let's go, ne? Alright. Ich bin einer der wenigeren AD-Carries, der Yumi-Support gar nicht fühlt. Ah, Yumi. Ja, fühle ich irgendwie gar nicht. Ich mag Yumi-Support nicht. Wirklich nicht. Warum nicht? Weil ich Ezreal spiele. Hypercarry, ja, ist fein. So Zeri oder sowas. Auch Xayah. Ziemlich nice, aber mit der Ezreal. Ja, wird halt eine Poking-Lane, du. Müssen wir halt einfach wegpoken, die Leute. Ja, das Ding ist, ne, wenn ihr jetzt verkackt, kann sie sagen, dass du bad bist. Ja, kann sie leider, weil sie auch nichts machen muss. Das ist jetzt aber eine Zumutung, oder nicht? Ja, Bruder, ich esse auch gern Pizza, aber das spiele ich nicht Yumi. Was hat denn Pizza damit zu tun? Bro, also. Ja, nevermind, passt schon. Alles gut. Ja, ich meine, einfach drinnen sitzen, so im Chair und so Q, bisschen Maus führen. Okay, warte mal, da muss ich eigentlich Heal spielen, Civil Exhaust spielen. Schauen wir mal. Was denn, wenn du Barrier mitnimmst? Okay, warte mal. Ja nur. Actually gar nicht, dumme Idee, aber... Was denn, wenn du Teleport mitnimmst? Nee, TP fühle ich gar nicht. Ich habe lieber ein Battle Augment. Ne? Ein Battle Augment, TFT-Mainer. Ja, also. Bro. Shit. Welche Elo bist du? Nee, ich spiele TFT eigentlich fast gar nicht. Also ich bin nur... Boah, TFT. Lass mich jetzt nicht lügen, Bro, ich glaube... Gold. Zeller Support ist in 90% der Fälle, wo du sie picken willst, absolut piss shit. Nicht erwähnenswert. Und ich hasse alle Senna-Spieler. Denn ihr Pisscakes, ihr pickt Senna, einfach um Senna zu picken und nicht, weil ich denke, oh, Classic Senna muss ja echt gut sein. Ich spiele eigentlich nie Essence Reaver. Wie kommt's? Ja, ich weiß nicht. Ich mag auch den Sustain. Du überlebst wenigstens was. Klar machst du mehr Damage mit Essence Reaver, aber nicht um so viel mehr, dass es sich lohnen würde. Dass man da Survivability aufgeben würde. So kann man viel mehr herumspielen um sein Leben. Senna ist trash. Senna ist nicht bad an sich. Nein, aber Barrier wäre eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Senna, aber ich bin halt Edeker, ne? Das ist kein Summoner-Spell für mich. Warum nicht? Ist doch normal mit ihm. Ja, for real. Ja, okay. Oder Ghost von halt mir Ja, Ghost of Ezreal finde ich jetzt auch nicht so. Also ich habe verkauft, eigentlich hätte ich da stehen müssen. Es fahren das Weltklasse, die einen Push haben. Ja, die müssen gleich mal deine Level respektieren, ja. Ja, komplett, Alter. Die haben zwar den besten Olden, den ich jemals gesehen habe, aber... Ah, da stimmt ja. Digga, dieser Nautilus, ne? Warum tankt er nicht die Kuh? Ey, stimmt nicht an... Oh, Bro. Okay, warte. Guter Bait. Ja, okay, yo? Nice Q. Okay. Danke, Bro. Den Minion habe ich total gesehen. Ich wollte einfach nur last hitten. Das war so, weißt du. Ich musste wieder die Wave auspushen und so. Achso. Aber hey, 2-0 für dich, right? Ja, terrible. Hier kriege ich nicht fürs Play, das ist völlig Tempo. So, sagst du jetzt, wird hier Runnerdown gemacht oder was? Die haben ziemlich starkes Hold-In, die würden es trotzdem killen, wenn ich gehookt werde. Ich werde einfach versuchen zu poken und dann All-In-Potential zu ermöglichen. Lol.
fuck. Wer range. Digga, wie groß die W einfach ist. Ja, Bruder, warum steppen wir ja nicht raus? Wie meinst du raussteppen? Warum hast du den Nautilus nicht weiter auf die Fresse gehauen? Weiß ich auch nicht ganz. Hätte ich weitermachen können, ja. Stimmt schon. Ah, das ist ein Winning Fight für uns. Right? Lol. Jetzt bin ich da gekillt, I guess. Wait, what the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, Alter. Kommt's ja, dass du so krass den Nautilus fokust. Hättest du nicht auf Samira da rechts engagieren können? Hätte ich machen können, aber ich hätte gedacht, die Rien geht schon auf mich und dann gehen die zu dritt auf mich. Was eh im Grunde am Ende passiert ist. Also ja, wäre smarter gewesen. Egal, Yumi hat dich. Yumi hat euch alle. Wie viel Kills hat sie? Oh, Bruder, ich hab grad so meine Tastatur angesprochen. Oh, Maschine. Oh, Bro. Fühlt sich gerade im Spiel. Alter, das Spiel ist ganz cool. Danke, Tanja. Ich nicht so eine Experience. Ich finde, die Gegner wissen auf jeden Fall mehr, was sie tun als sonst. Du bist mein Lieblings-Cutie. Ich meine, diese Philistics, der ist immer ready zum Counter-Ganken, ne? Weil der covert das immer richtig smart. Sonst habe ich das nie so. So, jetzt eigentlich das Ziel ist mir hier Wave-Control bekommen. Oh, girl? Ist das Wave-Control, wenn du direkt die ganze Wave killst? Ah, Digga, was für Wave-Control, my bad. Wir wollen Push hier erzeugen, damit wir Drake machen können. Never mind, wir wollen keinen Push hier mehr machen. Ich wollte gerade fragen, weißt du denn, wer ist denn dein Keckerim, dass du Drache machen willst? Hätte ich pingen können, ne? Stimmt schon, da war ja was. Hätte ich machen können. Gibt's ja ein Tool dafür zum Communicaten. Was hast du denn soweit gemacht, so in den knapp 10 Minuten? Ey, Bruder, absolut gar nichts. Genau das ist mein Problem. Was kannst du denn machen? Bist du denn weak? Nee, Ezreal hat eigentlich so ziemlich das stärkste Level 1, wenn man die Q sittet. Aber ich weiß nicht, ich... Genau das meine ich halt, ich könnte... Digga, step mal ab und cool die doch auf Range! Du hast immer noch deine E, um dich vor die Nautilus zu schützen, oder nicht? Hey, warte. Okay. Ja, okay, ja. Super Sylphie! Was hab ich denn jetzt damit zu tun, dass du reinkollst? ja, my bad. Arschmann. Ich hab gesagt, step up und nicht troll rein. Warte. Ey, das ist so... Schon die ganze Zeit über kannst du die mit deinen Qs bedrohen, stattdessen machst du Farmlane. Ja, stimmt schon. Weißt du, beginnst 2-0, spielst, als wärst du 0-2. Auch richtig, ja, Sylphie. Tut mir leid. Entschuldige dich nicht bei mir. Ja, okay. Ey, Bro. Du kannst dich noch abholen, oder? Ist sie schnell? Ah, ne, okay. Sie ist sehr schnell kommen. Wie geht's denn jetzt generell für dich weiter? Willst du jetzt der Lane aus dem Weg gehen, oder was steht dann? Ja, du, eigentlich will ich mal irgendwas securen. Ja, ich will hier ungern aufsteppen, weil ich weiß, dass ich da gehookt werde. Irgendwie. What the fuck? Ist das voll komisch, oder? Yo, Bro, what? Nah, crazy. Ist das ein normales Spiel für dich? Keine in Ordnung. Also, ich glaube, ich könnte die Gegner mehr punishen. Ziemlich sicher sogar. Aber ich tue mir ein bisschen schwierig, weil die so viele All-In-Potential haben. Okay, das ist toll. Ach, schon wieder? For real? Sticks hat meinen Namen auf seinen Schwanz tätowiert. Ich meine, es ist in Ordnung. Wir spielen Weak Side. Clans ist eine Consistency-Frage. Ziemlich viel auf der anderen Seite. Wie kommst du darauf, dass ihr Weak Side seid? Weil wir ziemlich Gank vulnerable sind. Ne? Obwohl das gar nicht stimmt, weil ich eigentlich eine E hätte. Aber ich spiele einfach Shit. Weil wir die Perma-Push haben, sind wir am Gank anfälligsten. Aber hier hätte ich vielleicht dabei sein sollen. Willst du jetzt generell weitermachen? Oder woran willst du dich denn jetzt orientieren? Ich spiele mit meinem Team herum und... Was heißt für dich, ich spiele mit meinem Team herum? Also ich versuche jetzt, dass ich bei den Fights dabei bin. Bist du schon stark? Ich bin schon ziemlich stark, ja. Warum? Hey, Trinity Force... Was hat denn die Samira? Oh, ja, das ist AI. Die ist stärker, obviously, aber sie ist auch trotzdem ziemlich squishy. Wenn sie nicht die Route rausbekommt, gewinnen wir das. Oh, Lucario, das stimmt gar nicht. Das ist eine Falschaussage. Ja, da gehe ich nicht. Wenn jemand confident etwas sagt... Wenn er da ist. Wenn wir zum Drake spielen. Dann habe ich eigentlich nie den Hard rangenommen. Oh, das Vision.
Und wenn habe ich sie wieder hingeführt. Aber wenn sich die Leute unsicher anfühlen, dann nehme ich die richtig hops. Wir müssen da, ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir einen schnellen Play machen. Leute, ihr wisst, meine wichtigste Regel Chase zu viel. Ist, die Leute sollen mir niemals etwas glauben, bis ich sie vom Gegenteil überzeugt habe. Bro, ich schwöre, diese Phil. Hallo, Hackerin. Ja, den killst du auch solo. Ja, du hier. Brauchst du denn dann einen Hackerin? Lol, er hat einfach rübergeultet, lol. Ich hab's gar nicht bemerkt. Crazy. Ich dachte, der ist geflasht. Ja, ich auch. Ey, auf einmal war das so eine Puppe drin, da kommt in Mindgames. Obwohl, da können wir. Zu der Hilfe. OPG mit Summoners. Ich Hilfe. Mach das gar nicht. Aber niemand timet das. Also, ist euch das mal aufgefallen? Hat du Zeit für mich zum Abholen? Jeder, der solche Apps hat, like, nutzt das niemals aus. Ey. Leute, ihr redet so, als wäre Autopilot etwas Schlechtes. Es gibt auch den positiven Autopiloten, so wie Last Hitten zum Beispiel. Das ist ein Autopilot. Eure Kombos sollten eben Autopiloten sein. Wie geht das weiter? Sagst du immer noch? Okay, ich chill jetzt so eher mit meinem Team. Nie ohne mein Team. Ja, Harald, ne? Harald wäre geil. Ey, da haben wir doch die ganze Zeit bei Samira. Mach doch smart. Wer, der Nautilus? Der Nautilus, ja. Ich will da eigentlich perma reingehen. Eigentlich ist es ziemlich fightable. Ja, gut. Nice. Den bekommen wir auch noch. Nice. Gut gemacht, Team. Na, meine Nase ist scheiße. Wenn du ein Low-Elo bist, geh Yorick spielen. Jedes Game Yorick. Kann es eigentlich sein, dass ich... Ey, hat irgendwer gecountet, wie viel Kenminis ich jetzt schon gemisst habe? Das ist echt eine Frechheit. Ey, was mich erwundert, ist, wie lange der Fiddle da unten schon chillt und wie das einfach niemand interessiert. Ja, ich hol da mal rein auf den Assist. Ja, okay, na, manche nicht für den Assist. Er war einfach nur zur Deko. Ey, der lebt einfach immer noch. Crazy. Ey, Team, hallo? Also, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass Syndra irgendwie alles gemisst hat. Also, okay, trotzdem free. Das Grund, dass du deine E nicht nutzt? Gegen den Baron? Ja. Könnte man machen, weil ich eh 1,5 Sekunden Cooldown Reduction bekomme nach jeder Q. Aber ich heb's auch so sicher drauf, weil, wie ich mich kenne, genau im Worst Moment ich und dann. Auch wenn hier kein Fred ist. Ja, okay, das reicht. Ey, Sylvie, erinnert mich mal dran, ey. Ich vergesse schon wieder mein Blue Trinket. Ja, kann ich machen. Danke, Bro. Oh ja, das ist auch free. Komm, sprint ran. Oh ja, Pferd. Da ist noch ein Fiddlesticks. Ist okay. So, jetzt holen wir uns mit Turret. Oh ja. Der Typ ist voll komisch. Oh ja. Okay, dann mal zu deep. Ey, das ist ja Free Game. Holy shit. Ja, die Jungs haben dich. Ja, echt? What the fuck? Oh, ja, der Fiddle hat sich auch. Ich glaube, der ist getötet. Ich glaube auch. Ja, Counter-Jungle halt. Warte mal. Das ist eigentlich... Nee, hey! War ein bisschen deep, ne? Das war kalkuliert von Hackerin. Da also, war kein Doubt about it. Obviously. Weiß ich nicht. Turret tank ich auch gern für euch. Mir so ein bisschen diesen Vibe okay. Von so Leuten, die versuchen so nein! Zwanghaft lustig zu sein, you know? Okay, da hab ich getrollt. Ich weiß nicht, wieso es meine E in ihn reinging und nicht aus der Range. Ah, jetzt können wir holen. Perfekt. Alter. Ja, Spiel erfahren fürs nächste Game. Oh mein. Ja, der weiß wohl einfach, dass es zu Ende ist. Einfach, ne? Den holen wir auch noch, oder wie? Okay.
Und Chat, genau deswegen achten wir nicht auf die Stats von jemandem in einem Genau, Game. Weil ich nicht lassen kann. Ja, darum geht's ja gar nicht. Ja, ey. Ey, es gibt viele KD-Spieler. Ja, war in Ordnung, du. Wie du immer so Anmerkungen gemacht hast, dachte ich mir, ja, okay, da hätte ich jetzt schon mehr machen können als sonst. Aber ich bin es halt noch so gewohnt, dass ich eigentlich perma Botlane chill, die Lane dominiere und dann eigentlich perma gewinne. Die Lane hast du denn hier die Lane dominiert? Semi, ne? Hast du ja gesehen, eigentlich gar nicht. Warum nicht? Ja, weil halt, ne, einfach den Fiddle nicht respektet, dass er da sein kann. Aber du warst ja 2-0. Ich war 2-0, ja. Ich hätte auch mehr pressuren können. Damit, aber? Ja, nicht dran gedacht, ne? Nicht dran gedacht? Einfach, ja, halt einfach zu safe gespielt, weiß ich nicht. Einfach nur auf die Minions konzentriert und nicht mit Q gepokt. Was hat denn Safe mit dem damit zu tun, den Gegner zu pressuren? Ja, ey, ich hätte eigentlich so in der Minion Wave von dem Gegner drin stehen müssen, wenn er den Nautilus hookt, einfach weg ihn. Und dann können wir traden, weil sein Hook draußen ist. Dann hätte ich einfach re-engagen können. Du kannst ja auch einfach auch seinen Hook ignorieren mit deiner Dingens. Also ich fand einfach, du hast nichts gemacht. Ja. Also du warst halt da, wir hatten ein Lead, ich habe da auch schon was erwartet, als du 2-0 warst, ist ja natürlich schon sehr stark, dann war es eigentlich. Ja, das finde ich auch so erstaunlich, weil in Halo sagen die halt immer 2-0, okay, das Game ist over, das kann ich durchziehen. Ja, Karen. Ist auch. Ich halt nicht. Aber du machst ja auch nichts. Ich mach nichts, ja. Nein, genau das ist das Problem. Wenn du etwas versuchst und scheiße bist, hast du was versucht, aber du bist scheiße. So, ist okay. Ne? Du hast wenigstens etwas versucht. Wenn du nichts machst scheiße, und du scheiße bist, machst du nichts und du bist scheiße. Das heißt, du bist nur davon abhängig, dass dein Gegner noch beschissener ist als du. Willkommen, Platin. Nee, nicht ja, willkommen, nee, Platin. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte auf jeden Fall im Nachhinein, ich denke gar nicht dran. Ich spiele einfach viel zu defensiv eigentlich. E2-0 Start, wir zerstören die 2 gegen 2 auf der Botlane. Einfach weiter upsteppen, dass die entweder nicht die Wave-XP bekommen, einfach gar nichts bekommen, noch behind fallen, oder sie sind geforced zu fighten mit Fiddlesticks. Mhm. Ja. Stimmt schon, aber wie gesagt, ich halt auch immer auf Autopilot und denke halt nie dran, das ist echt dämlich. Was soll ich denn mit dir anfangen, wenn du sagst, ich schalte auf Autopilot? Würdest du es denn ändern können? Wenn ich mich konzentriere, ja, wie gesagt, ist halt eigentlich alles Muscle Memory, ne? Autopilot. Wenn ich das jetzt irgendwie abschalte und dann automatisiere solche Plays, dann wird das schon Standard. Das Ding ist, ich habe ja, das ist jetzt so ein Game, da war ich nicht mal so ahead. Normalerweise, ich spiele immer Duo mit einem Kumpel, der auch der Support meint. Da dominieren wir wirklich zu 80% immer die Lane, aber noch eindeutiger als sonst. Ja, okay, die drei Defeats, die brauchen uns gar nicht anziehen. Wer ist das denn, der Main? Der Boogie Kid? Ja, ja. Guck ich mal nach, ob er sie dominiert oder ob du sie dominierst. Ich bin ja immer so reaktiv, also er hittet schon gute Hooks. Also bist du eine Bitch? Ich bin eine Bitch. Hä? Das ist ja nichts anderes als ja, Silphi, mein Mate ist gut? Leute, by the way, das ist der Grund, warum ich euch sage, ihr sollt nicht Duo-Q spielen. Wenn ihr Duo-Q spielt, ist wie Make-up. Ihr habt kack Map-Awareness, dein Mate hat gute Map-Awareness, der gleicht das für euch aus. Wo werdet ihr dann besser? Ja, ich spiele als Solo-Q, ich achte schon, was mein Mate macht und spiele um ihn herum. Zum Beispiel, wenn er upsteppt, dann steppe ich... Ja, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Das war sogar ein terrible Game. Hallo? Warum dürfen die durch? Ja, stimmt schon. Also, du bist doch mega stark, Level 1, hast du selbst gesagt. Ja, ich weiß. Vekos hat seine Kuh schon raus. Ab jetzt, turn. Ja, ich wollte die Q-Touch nicht, Idiot. Du kannst hier weitaus mehr über den Winkel nachgucken und die dazu die ganze Zeit bringen, sich zu verschieben. Ja, das ist. Dass die auf dich achten müssen. Ey, das machen wir auch so. Kräne, kannst du die Lane? Kannst du einfach noch einen Longsatz reinnehmen? Alles okay. Ah, okay, alright. Weil es ist halt so eine Lane, wo ihr die halt mega fist kommen wollt. Wo die euch in AFK reinpushen. Also ist das fein, ist jetzt nicht so wild. Alright, ich starte immer Trainer first, weil ich es auch gern gestackt habe. Und dann full hab. Mal pushen. Hallo? Stimmt, ja, okay. Hätte ich freezen müssen, damit wir wieder damit wir rein können. Aber ich dachte auch, dass wir hier Drake machen. Wollte aber nicht.
Ey, kannst du fighten? Ja, ey, ich wollte dann eh fighten. Und dann war es irgendwie so nicht koordiniert, dann sind wir raus und wieder rein. Das war ganz komisch. Da ist mir aufgefallen, okay. Ich wollte eh da fighten, mein Mate ist zurückgegangen. Dachte, okay, dann fighten wir das nicht, nehme ich Lantern. Dann geht auf einmal rein. Das war ziemlich awkward. Das war sehr awkward. Naja, aber ich wollte am Anfang. Man kann einfach hier absteppen, sie mit Fuß punishen. Ja, das mache ich wirklich nicht, stimmt schon. Das Game war doch sehr gut, der Einwand. Dann direkt hier hochgehen, wo die Kammer ist und dann auch wieder für Poke nachgucken. Ja. Sehr schön. Ich habe auch viel zu viel Respekt vor Ash. Ich bin sehr cringe, nicht fixen. Jo. Das ist wieder normal. Ja, du drängst sie auch nicht weg. Ja, also spielst du in dem Game genauso auch wie in dem Game davor. Wahrscheinlich ja, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich traust du dich ja einfach nur mehr, weil dich dein Mate quasi bestätigt. Ja, so, hey, yo, komm doch, lass das machen. Aber du machst von dir aus eigentlich nichts. Actually, ich sag schon, hey, wir können das fighten. Okay, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ich kann das jetzt nur mit dem Game vergleichen, das ich eben von dir gesehen habe. Aber du machst von dir aus eigentlich nichts. Vielleicht traust du dich eher zu sagen, komm, lass das fighten. Aber was ist, wenn dein Mate weg ist? Was machst du dann? Was, wenn er nicht mehr mit dir spielt? Warum auch immer. Schau ich mal, was der Support so hergibt, ne? Also ich weiß, was du meinst. Ich spiel viel zu defensiv. Defensiv? Ja. Ja, mit Ezreal konnten, nee, mit Ezreal ist nicht so geil. Hyper Carry ist fein, aber. Echt? Finde ich nicht. Ja, also man kann schon, man kann da sein Power Spike einfach schneller erreichen als Hyper Carry, wenn man da schon gute Plays raushaut und dadurch auch Outcome bekommt. Aber man kann es auch sich schnell denyen, wenn das nicht so aufgeht wie geplant. Es gibt in League nicht defensiv oder offensiv, es gibt nur schlau oder dumm. Ja, das ist dann so semi-dumm oder wie, was ich da mache. Was du machst auf der Lane ist dumm. Weil du gibst dem Gegner generell freie Luft zum Atmen. Mhm. Guck mal, siehst mal so, angenommen, macht beide 10 CS die Minute, okay? Jo. Jetzt sagen wir, du hast ein gutes Matchup. Warum darf dein Gegner immer noch 10 CS die Minute machen? Ja, stimmt schon. Warum drücken wir nicht runter auf 8 zum Beispiel? Ja, ich weiß, was du meinst. Ey, Leute, dass ich das heute so oft machen muss, ne? Ich glaube, das ist heute jetzt schon das dritte Mal. Merkst auch selber, was so eine AD-Carry-Krankheit ist. Gehst du mal. Nein, hatte ich das nur bei einem ADC? Gehst du mal bitte für mich hier nochmal in dein Spiel rein? Ein Spiel? Ja, geh mal bitte rein. Klammern wir jetzt zu Emerald gemeinsam, oder? Nein. Ich werde dir ein bisschen mithelfen. Irgendein Wunsch? Ja, du kannst spielen, was du willst. Also wäre cool, wenn du wieder Ezreal nimmst? Alles klar. Du willst Ezreal main, ne? Nein, das meine ich nicht. Aber wir haben uns ja eben ja ein bisschen viel Ezreal angesehen. Also du hattest ja Ezreal in den letzten 3-4 Games. Ja, eigentlich spiele ich gerade nur Perma Ezreal. Nein. Geschrieben. Aber du kriegst jetzt das Winner-Mindset. Hä? Warum ist Ezreal? Was? Lol. Alright. Ist ein Non-Believer. Ist ein Non-Believer. Kann man nichts machen. Ja, ist auch okay. Krieg, was willst du? Ja, entweder Tristana, Xayah. Klar, man könnte jetzt Morgana Caitlyn spielen, aber ich spiele nicht so gern Caitlyn. Ich finde eigentlich, wenn es eine Lux-Support ist, finde ich Tristan ziemlich geil dagegen, weil sie auch so viel All-In hat. Wenn das dann draußen ist, können wir gut All-In. Kann man sehr gut punchen. Du denkst dir wirklich auf Morganas Support, dass Tristana geil ist? Nee, denke ich mir nicht, aber ich will einfach die Lux punishen. Wenn das dann draußen ist, finde ich geiler. Außerdem, ich weiß nicht, ich spiele nicht so gerne um meinen Support herum. Ich will Games alleine carry, ich kann nicht immer darauf angewiesen sein, dass er genau das pickt, was ich will. Und wenn er was pickt, was er spielen will, dass ich darauf adaptieren will. Muss will ja bei meinen 3 Champions bleiben. Hä? Aber es heißt doch Duobot, oder nicht? Es heißt Duobot, ja. Aber jetzt rein theoretisch, wenn ich jetzt Caitlyn picken würde und auf ihr nur 50% gut kann. Warum soll ich 50% spielen, Caitlyn, 50% gut, wenn ich Tristana, sagen wir, 70% gut kann? Ich glaube, dass ich mehr Impact mit Tristana als Caitlyn sie haben werde. Ich lasse mich jetzt nicht wirklich beeinflussen von meinem Support-Pick. Er spielt sein Bestes, ich spiele mein Bestes. Da kommen wir schon zusammen. Okay. Ey, Vertrauen in Lobber. Okay. Ach so, ja, warte, den müssen wir stompen. Ey, du hast nur eingegeben Tristana, Junge. Ah, 100% Winrate, ne? Ein Game, guck mal, dein ganzes Team ist voll bad. Malphite Newbie, Diana Newbie. Die sind ja alle Newbies. Jo. Ja, die haben sich Main Band statt bei mir auch, also was wir machen. Wir müssen die einfach einmal vernünftig allen. Du kannst Level 1 direkt nachgucken, dass du in dem Gebüsch chillst. Ich bin trotzdem Fan von Longsword mit 3 Pots.
Ja. Weil Poke Lane. Ja, ja, mach. Alright, danke. Weil wenn das nicht funktioniert, dann werde ich aus Lane gepokt. Nee, oh, Diana wollte einen Rapper anfangen und ist jetzt sauer. Ja, aber warum geht sie denn zum Rapper? Wir haben da null Vision, das ist eine absolute Frechheit. Ja, natürlich, ist auch Anfang des Games, hat niemand Vision. Ja, schon klar, aber sie kann doch nicht einfach reinwalken. Es war ziemlich obvious, dass die invaden werden. Hallo? Hallo? Hilf bitte denn mein Ding! Bro. Yo? Okay, jetzt kann gefährlich sein. Ja, wow! Ja, perfekt, gutes Bein. Jo, verkauf sie nicht! Cover sie wenigstens, wenn sie zurückgehen will. Ja, okay. Guter Call. Ey, Bruder, warum hilft nicht direkt Bein Ding, hä? Ja, dann lass mich nicht rein. Oh. Ja, okay, warte, ich hab gleich Damage. Danke. What the fuck? What was the passiert fuck? Hier? Amin, was passiert hier? Kalte Linie da hinten, kalte Linie da hinten. Ey, was passiert hier? Ja, egal, was ist das? Nehmen wir an, alles cool. 2-0 Start wieder. Ich mag das nicht. Können wir hier eine normale Situation haben, wo ich... Wo, so, Bombe noch, genau. Lieber das nächste Mal was kennen, aber ist fein. Ja. Drück einfach rein, die kann ich hier nicht umbringen. Scheiß mal auf ihren Poke. Okay, stimmt schon. Ich gehe sowieso back, juckt mich nicht, genau. Ob die mich pokt oder nicht. Der hat Wegeskillt, der Jin, vergiss das nicht. Aber ist egal, Wave ist huge. Ja, okay, ich gehe jetzt back. Hab ich. Glaub nicht. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ich flash dafür, scheiß drauf. Okay, fein. At least da. Ja, ja. Laufen die jetzt runter? Ja, mach mal. Ich habe noch Cleanse, falls ich gestunt wird, also das sollte fließen. Ja, wir dünnen die aus. Wenn er am Binding hittet, direkt go. Jo. Also spring ihn an, wenn er zu nachher kommt. Spring ihn an, Super Mario Brother! Brauchen Diana nicht mal, um ihn zu killen. Ja. Warum hast du gezögert mit dem Anspringen? Keine Ahnung. Er hat viel zu weit abgesteppt, ich hätte ihn direkt punchen müssen. Ich hab keine Ahnung. Lux Binding kannst du in Anführungszeichen ignorieren. Wir haben Morgana Binding plus dein Cleanse. Farm ist nicht. Ich schwöre es dir bei Gott. Wenn du hier bei mir bist, wird erst dann gefarmt, wenn du bereits reingeschissen hast. Push es rein, dann können wir besen. Okay. Er hätte das getroffen, wird wieder kannst du gerne deine Bombe nutzen, wenn wir bei sowas pushen. True. So, Base Gold ausgeben. Nicht gegen pushen. Selbst wenn der Minion. Ja, mit Tristana ist schwierig, du. Ich schwöre dir bei Gott, wenn der vorkommt und du da weiter hinten rumstehst, obwohl du 4-0 bist, dann flippe ich aus, step up! Warum kriegt das Mini for free? Junge, warum kriegt das Mini for free? Stimmt. Margot. Digga, du hängst ganz mindestens vorsichtig. Und deinen Trank auch nicht vergessen. Bin schon weg. Du bist 4-0 gewesen und du chillst da so weit hin. Oh mein. Egal, Lux hat Schatten bekommen. Silvi, irgendwas passiert? Ich hatte gerade irgendwie Internet-Connection war lost. Ey, jetzt reden wir uns nicht raus. Wir werden die jetzt knallhart weiterhin bearbeiten. Ja, okay. Die gönnen uns. Deren Arsch gönnen uns. So, let's go. Jetzt die Winner-Mentality. Wenn Morgana da ist und die Lux frech ist, go. Mhm. Bin ready. Hallo? Ja, ich bait nur. Jump doch direkt rein! Ich muss warten. Ist auch noch das falsche Ziel draufgegangen. Junge, kannst du vielleicht blocken für mich? Holy shit! Ah, oh, Schäcker. Ist der hungrig? Ja, ich glaube, der geht hier. Aber wenn es einen Stunt drauf bekommt, können wir den bursten. Wenn da absteppt. Wenn es einen Stunt drauf bekommt, können wir bursten. Okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Oh shit, wir sind fucked. Ich glaube, wir müssen weg. Lol. Nee. Junge, es ist awkward. Ist es auch. Das hätte ich anders machen können. Der Fight davor war absolut terrible gespielt. Ja, der Jin war out of range. Ich wollte da wenigstens noch damit. Es geht um den Jin. Du hättest auf Lux drauf gehen sollen, weil Morgana auch auf Lux drauf war.
Ach so, du meinst, dass ich von Anfang an auf Lux drauf gehe? Okay. Ja. Ah, oh, Norbert. Was geht da? Nee, das ist illegal, was sie da machen. Nee, machen sie nicht. Doch. Dana, von was schreist du dich an? Oh. Oh mein Gott. Geh weg! Nice Cleanse? Nein! Oh, der Jumper. Ja, der Jumper Troll. Norbert. Ich bin so überfordert in dieser Situation. In welchen Situationen? In dieser, da war ich so. Der Shaco in mir, Botlin, die raufmoved, Diana, die ich hier, warum auch immer, hovert. Ich glaube, wir hätten einfach runtergehen sollen und die turnen sollen, ne? Hättest du auch machen können, aber wir wussten doch, dass der Shaco da ist. Ja, ich dachte aber nicht, dass er auf meine Ace auf einmal klebt. So ist nichts. Ich habe immer damit gerechnet, dass er jetzt im Pit chillt. Ja, das können wir nicht fighten. Weil du greifst ja mit Tristana eh mehrfach dasselbe Ziel an, wegen deiner E. Nee. Nee, Bro. Oh. Ach, fuck, mein W ist nicht mehr abgekommen. Ey, hätte ich vorher nicht Glänz benutzt, wäre ich da rausgekommen, ne? Das stimmt, dein Glänz hat das nicht auf den Ja, komplett. Was los? Ja, keine Ahnung, ich spiele viel aggressiver als sonst. Und genau. Das habe ich immer das Problem. Ich muss dich die ganze Zeit drängen, dass du aggressiver spielen sollst. Ja, ich weiß, ich spiele auch nicht so aggressiv und genau, ich sterbe jetzt dauerhaft. Ich weiß, was du meinst, so gewinnt man keine Games, wenn man so defensiv spielt wie ich immer, aber... Aber? Sag ich finde, dass wir hier gerade ein Lead kommen, Throne. Unser Turm ist auch schon fast ganz weg. Jo. Aber wir sind immer noch strong, so ist es nicht. Wir können immer noch versuchen, die zu trappen oder die zu bursten. Ah, ich glaube auch. Die sind sowieso immer so für einen Poke angewiesen von der Lux. Mhm. Olden sind sowieso immer stärker. Kannst du nicht wieder versuchen, im Gebüsch zu trappen? Zum Beispiel vielleicht diesmal im mittleren. Okay. Jetzt ping hier. Ja, ich ping hier. Weil die werden safe das erste Gebüsch gleich checken. Mhm. Smart. Och. Okay, vielleicht ein bisschen deep. So easy. Ja, war easy. Ey, gute Callshilfe, man könnte meinen, dass du Ahnung hast. Ja. Man könnte meinen, dass ich denselbe Scheiß jedem AEC 10-mal am Tag sagen muss. Ja, hat sich fast so angehört. Sehr professionell. Du hast pushen wir nur Botlane aus, wenn es gepusht ist, gehst du in die Mitte. Ach wirklich, wir pushen noch Botlane aus. Ich werde direkt Mitte gegangen. Nein, du kannst jetzt schon in die Mitte hingehen. Das war als generelle Idee. Immer Botlane gepusht halten und dann in die Mitte rücken. Ah, okay, gotcha. Da war gerade kurz das Gehirn überfordert, du. Ich sag's, Alter, geh weg. Okay. So. Du hast ihn auch echt nah nicht rankommen lassen, oder? Ja, ich wollte greedy für die Wave, weil ich fucking stupid bin. Ich walk mal mit dir mit. Vorsichtig. Och, nee. Du kannst dein Silence cleansen, ihn wegholen und danach wegjumpen. Ja, stimmt.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da drin chillt, in dem Gebüsch. Ich werde dauer gecatcht, ich troll. Ich hätte sogar noch einen Blue World. Was ist los? Ich dachte, Tristan ist hier auf. Ist auch auf 70%. Mit Caitlyn wird es noch schlimmer sein. Nee. Ey, Gift! Ja, das ist nicht Tristan, das ist gar nicht von mir. Ich meine. Vielen Dank für die 10 Shotgifts. Ich wollte einfach mit der Morgana mitmoven, dass sie da nicht gecatcht wird. Und dann war es einfach reversed und wurden wir beide gecatcht. Das war crazy, wir kommen auch seit Ewigkeiten nicht mal in Farm ran. Warte. I guess Ultis Deko? Ja, Ultis Deko, du. Ich dachte, dass ich diesen viel Damage bekommen würde und den auch noch mitnehmen. Und dann habe ich kurz realisiert, scheiße, ich bin 1 HP und dann war es schon zu spät. Hä, was soll ich mit dem machen? Ich meine, wir scalen besser. Der Shaco fällt ab, der wird dich gerade zum One-Shotten. Ja, das stimmt schon, aber ich laufe hier nicht mehr alleine herum dann. Was ist denn ein Rennen unerreichbar? Oh mein Gott, was? Okay, sie ist am Schlumpfen. Ey, das war ja crazy, holy shit. Der Melfa kommt auch gerade. Oben kommt nochmal eine riesige Top-Name-Wave. Aber eigentlich wäre ich dir lieber gern mit dem Team. Ja, ich würde auch gerade sagen, also wenn die das pushen wollen, würde ich lieber da bleiben. Ja, genau, deswegen ja. Okay, das ist halt halb Int, Alter. Okay, nein, warte mal. Ja, der ist hittet. Okay. Nein, nicht schon wieder. Hey, dieser scheiß Dinosaurier, Mann. Das killt mich? Ja, du hast nee. Die Passive drauf. Ja, okay, stimmt, true. So, aber ich hätte das geflasht. Ich hätte gedacht wirklich, dass mich das nicht killt. Ey, diese Spieler sind doch einfach alle gleich. Er will Verantwortung übernehmen. Die wollen einfach farmen und scalen. Okay, nee. Boom, Junge! In dein Gesicht! Bruder, dieser Shaco fickt mich, obwohl er nicht mehr vor mir steht. Kannst gerne versuchen zu helfen. Wenn ich dein Sugar bekomme, dann können wir immer noch rausjumpen. Okay, ist jetzt schwierig, aber ist okay. Ich glaube, der Melfat weiß nicht, dass wir da nicht wirklich reingehen können. Aber die. Okay, du meinst. Geblockt. Digga, wie die wechseln einfach Auto-Tick. Mann, ich hätte früher cleansen müssen. Oh, da ist der Chogat. Das könnte sogar. Ja, ja, wir können da. Das können da spielen. Was? Jetzt können wir Sugar zerstören. Was? Wow. Actual Throw. Ja, ich weiß nicht, warum du Sugar. Bevor der Shaco kommt und dich jetzt umbringt. Smart, smart. Ja, Silphy. Der ist drinne? Nee. Warum ist denn da die Box? Achso. Bruder, du rauchst? Ich hab mich wegen der Box. Ja, zwar, ne, der hat so eine Ahnung. SM Pit, kill him, kill him, kill him, kill him, hallo! Hä? Immortal Shippo, ist sonst gut? Wirklich? Ja. Ich habe irgendwie, wer war das? Warte. Von Cedril gehört, dass BT eigentlich richtig shit ist. Warum? Ja, gute Frage, kann ich dir jetzt nicht ganz erklären. Das heißt, du hörst dir etwas an und kannst es mir nicht mal begründen? Ja, er hat mir ein Freund so nebenbei mal erzählt. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Das BT gibt dir 95 AD. Ja, von den AD-Werten her ist ja gut, aber ich meine, so, um mich alive zu halten. Ja, die Frage ist halt, wollen wir länger am Leben bleiben? Ah, du, würde ich schon fühlen. Pass auf, Leute wie du sollten sich keine defensiven Items holen. Weißt du warum? Weil ich dann defensiv spielen würde? Weil du dann nie lernst, wo deine Grenzen sind. Smart, deswegen, ja, okay, fair enough. Es gibt so manchmal Leute, ich sag's dir, geh Magis. Ja? Einfach nur geh Magis, damit die lernen, nicht so greedy zu spielen. Okay. Hä, was gibt ihm mehr Range? Was gibt ihm denn mehr Range? Bro, ich sollte ihn einfach wegulten, Mann. Du sollst einfach nicht da durchjumpen. Ja, ich weiß, ich habe mich so useless gerade gefühlt, weil ich einfach nicht rankomme. Hä, Tristana kriegt doch nicht mehr Range für AD. Tristanas Range erhöht sich mit Level. Leute, Jokes sind nicht schlimm. Aber wenn ich da so Leute habe, wo die einfach geforst wirken oder sowas, habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Möchtest du über die aufpassen? Oh, sie kommt. Ja, sie hat aber noch Passive. Okay, Flash Shield.
Warum holst du den nicht einfach weg? Ich weiß es ja auch nicht, Sylvie. Ich weiß selber nicht, was ich tue. Also ich dein, dachte, dein Jump fight. Macht weniger Damage als ein Auto-Tag. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, er will nicht falls nach hinten weg. Der Fight war komplett mein Bad. Das Schlimmste war, als ich angefangen habe, das Warframe Market Board zu nutzen. Okay, jetzt nicht mehr. Moment. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ankauf, Verkauf. Like, for real, der ist, glaube ich, nicht in einem State, wo man ihm helfen kann. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass sie gesagt hat, dass die Story scheiße ist. Aber ich dachte nicht, dass die so gut ist. Nee, oder? Oh, Ripozo. Oh, ah, ah, doch nicht Ripozo? Doch, Ripozo. Oh, Mann. Habe ich noch? Nee. Ich habe nie Destiny gespielt. Wie fühlst du dich? Bruder, absolut scheiße. Dieser Showgriff hat mich so gesohnt die ganze Zeit. Dauerhafter Fred einfach. Naja, du bist auch jedes Mal in ihn gejumpt, durchgejumpt. Ja, ich hab probiert, dass ich an die Carries komme. Ich weiß, man sollte Front to Back spielen, wenn ich nicht rankomme. Das hast du sogar selbst 10, 15 Minuten lang gesagt und hast dann immer wieder ignoriert. Ja, stimmt schon. Ja, Scoreboard. Geh mal auf Play again. Da, geh mal in die Matches rein von dem Game. Das ist Replay runterladen, oh, Overview. Gut. Champion Gold links. Klick auf Champion Gold links, ja. Champion Gold wieder. Klick den Malphite weg. Klick dich an. Man fällt dir was auf? Dauerhafte Konstante. Was für eine Konstante? Keine Ahnung, Mann. Wie sieht so ein konstanter Graf aus für dich? Nicht ganz, nee, da hatte ich einen Spike. Guck mal, wir haben Goldspike, haben nichts gemacht. Dann hast du einen Goldspike, hast damit nichts gemacht. Dann hast du wieder einen Goldspike, hast damit nichts gemacht. Wäre Borg nicht gegen Cho'Gath besser gewesen? Alter, wenn ich Tristana mit Blade sehe, schlitze ich mir uns schon die Pulsader auf. Nee, das Shit. Und Fun Fact, Leute, wenn ich das tue, wäre ich gebannt auf Twitch. Aber ich glaube, das ist dann meine geringste Sorge. Ja? Shit Game. Einfach. Warum denn Shit Game? Ja, dumme Mistakes gemacht, Lead verspielt. Da Cho'Gath hat es ganz gut gemacht, bis auf einmal hatte getrollt. Das. Der kack mal auf die anderen, die sind mir scheißegal. Die interessieren mich gerade gar nicht, ja? Wir müssen ja mal auf dich schauen. Was haben wir kacke gemacht? Was können wir besser machen? Und das Ding ist, du machst ja nichts. Selbst wenn du offensiv spielen sollst, machst du nichts. Also ich musste dir die ganze Zeit in den Arsch treten, damit du als Tristana, einem Champion, wo du dich confident fühlst, überhaupt mal was machst. Wir haben das Game wieder mit 2-0 gestartet. Was haben wir dann gemacht? Du hast angefangen zu feeden. Wir haben angefangen, Regeln zu missachten. Also, wenn du mich fragst, hast du versucht, ein Comedian in dieser Coaching-Session zu sein? Hey, nee. Also, das ist auch meine Art. Ich kann ja nur, das kann sein. Ich kann ja nur sagen, wie der Vibe rübergekommen ist. Und dann hast du auch als Erster, bist du auch auf andere draufgegangen. Ja, der hat das gemacht, der hat dies gemacht. Ja, selten. Selten? Mein ganz Chat hat aber ganz oft darüber geredet. Hey, Chat. Bisschen Liebe schenken. Nee, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Nee, das geht nicht. Also, wenn du sagst, du kommst aus Fun her, ey, hab ruhig deinen Spaß, so hab ich jetzt kein Problem mit, ne? Aber das Ding ist, wir müssen ja trotzdem ein Umfeld haben, in dem wir arbeiten können. Und das Gefühl hatte ich gar nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich schalte auch viel zu sehr auf Autopilot. Das ist eigentlich dumm. Ich kann nicht nachdenken. Warum kannst du nicht nachdenken? Ja, ich denke, meine Sorge war halt jetzt auf der Botlane, wie ich 2-0 gestanden bin. Hey, ich gehe jetzt da rein und obviously fokussen mich da jetzt zwei Leute und die killen mich. War auch fast so. Wie haben wir denn die ersten beiden Kills überhaupt erst bekommen? Wir haben komplett reingehintet. Ganz ehrlich, sind auf die Morgana einfach gefokust und ich habe da Free Auto tanken können. Okay, das heißt, deine Morgana wurde von zwei gehittet und du hast sie umgebracht. Jetzt bist du genau. 2-0 und du machst mehr Damage als die. Ja, aber dann taggen sie mich, dann bin ich tot und Morgana hat kein Damage. Und aber du killst sie so doch schneller, weil du zwei Kills hast. Was denkst du denn, wie Botlane aussieht? Was denn, wenn du Lulu als Support hast? Soll die dann für dich reingehen und tanken? Aha. Dann spiele ich halt ein bisschen aggressiver, sie kann mich eher shielden und supporten. Aber Morgana kann ich doch auch shielden. Ja, stimmt schon. Hast recht. So, gerade auch wenn Spells auf Cooldown sind. Die Gegner sind ja Paper. Also ich glaube, ich muss dir nicht sagen, dass du Lux mit 4 Hits umbringst, oder? Nee, vor allem wenn Tristan Burst Champion ist. So, gerade auch wenn dein erster Einkauf schon mega strong ist. Wir hatten ja First Buy, hatten wir Dingens. Null Quiver. Ja, genau.
Das ist ja kein Geheimnis. Später warst du, ich glaube, 4-2 oder so. Da hattest du Angst vor dem. Ich so, hey Junge, geht das so da, wo wir ins Gebüsch reingegangen sind? Hey Junge, geh doch rein! Töte die doch einfach! Ja, stimmt schon. So, also ich muss da vielleicht auch mal die Frage stellen, ob ADC überhaupt eine Rolle ist für dich. Oder ob du nicht vielleicht an ADC spielen möchtest, die vielleicht keine sind. Caster zum Beispiel. Eine Seraphine oder so. Oh Gott, bitte nicht. Ich spiele ja League of Legends, da spiele ich meine Champions, die mir Spaß machen. Und ich glaube, Seraphine OTP könnte ich nicht werden. Das würde mir zu wenig Spaß machen. Ja dann, yalla, Bruder, Schwanz in die Hand nehmen und auch mal ein bisschen offensiver reinficken. Aber das, was wir jetzt haben, das, was du jetzt machst, das geht nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hole einfach nicht mehr raus, was ich könnte mehr rausholen, sagen wir so. Solltest du mal aufhören, mit deinem Duo-Q-Mate zu spielen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Kacke ist oder sowas. Aber es ist zumindest ganz oft so, rate ich jetzt nur, dass du dich einfach auf den zu sehr verlässt. Das hat sich einfach so sehr, da ist einfach so sehr diese Angewöhnung drin, dass da was gesagt wird und dann go. Aber von dir aus kommt nichts. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich könnte viel mehr pingen, dass wir reingehen. Bei mir ist, weil es halt immer so leicht ist im Discord und dann sage ich, hey, können wir fighten, gehen wir rein. Sobald das und das draußen ist, gehen wir rein. Dann gehen wir halt rein. Und bei mir ist das so intus, dass ich einfach nicht pinge. Ich weiß nicht, wieso. Und wie spielt ihr da mit euren Random Mates? Wir spielen um die herum und versuchen das von hinten zu carryen. Was meinst du mit von hinten zu carryen? Ja, also Teamfights und so versuchen wir zu carryen. Wir versuchen, dass wir ja nicht out of position sind, uns nicht catchen lassen. Wenn ein Teamfight passiert, obviously versuchen wir unseren Damage anzubringen und das reicht auch, weil wir wirklich eigentlich immer die Lanes stompen. Xayah-Game. Also wir stompen wirklich eigentlich immer die Bottle und meine Tode hole ich immer im Midgame sowas ab oder wenn wir gegankt werden. Ganz selten. Ich frag mich, wie der drauf ist und dich. Ich glaube, du brauchst ihn mehr, als er dich braucht. Alright. Es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also ich spiele schon öfters, also was ist öfters eigentlich ziemlich, ja, schon selten, muss ich sagen, alleine. Und funktioniert halt auch. Du bist doch in der Academy drin, ne? Jo. Welche Kurse hast du dir gegeben? Die Basics halt, wie man sich positioned auf der Minion Wave. Jetzt zum Beispiel, wenn in dem Fall Nautilus da war, dass man sich gegenüber von ihm platziert hinter den Minions, dass man nicht so anfällig auf ihn ist. Immer auf den Fred, weißt du, dass man, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Das habe ich mir angesehen. Positioning. Eigentlich hauptsächlich Positioning habe ich mir angesehen. Da standen sie mir mein letztes Tristana, okay. Ja, es wundert mich gerade. Ja, ich dachte es mir auch gerade. Ja, shit. Ja, stimmt schon. Ich glaube, ich bin auch einfach viel zu sehr Ezreal gewohnt, dass ich sowas machen darf und einfach raussehen kann. Was soll ich dir jetzt sagen? Ey, vielleicht, dass ich shit bin. Das habe ich dir schon gesagt. Ja, stimmt auch wieder. Ja, dann gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen, glaube ich. Nee, irgendwelche... An was soll ich denn bitte noch arbeiten? An allem. Schon klar... An allem, it's for real. An allem. Dein Positioning, dein Pressure-Game, deine Wave-Control, was du damit machst, wie du die Fights einschätzt, dein Positioning, dein Warding, deine Map-Awareness. Ich könnte jetzt einen ganzen Aufsatz machen. Aber ich frage dich ja. Bruder, du hast gerade ganz Platin und unterhalb zerlegt mit dieser Aussage. Nee, du bist schlimmer als die meisten anderen. Ah! Also, du bist... Die meisten ACs gehen mir eh auf den Sack, aber die haben wenigstens irgendwelche Qualitäten, weißt du? Oh shit, okay. Don't humble me, man. So, bei dir ist einfach, Digga, wo fange ich da an? Okay. Selbst der TF-ADC, den ich hatte, hatte Qualität, mit denen ich irgendwie was anfangen konnte. Das nehme ich jetzt. Und der war schon echt weird, ja, sag ich, wie es ist. Der wurde schon von 5 Freunden ausgelacht. Ja, Mann, ich weiß auch nicht. Aber es. Warte, ich weiß es gar nicht. Irgendwo hatte ich ein Game, wo wir einen AFK hatten, da haben wir 4 gegen 5 gewonnen und ich habe das wirklich solo gecarried. Ja, interessiert mich nicht. Ja, okay. Weißt du, warum es mich nicht interessiert? Sag's mir. Bruder, du hast mal gewonnen. Du hast mal nicht Kacke gespielt. Ich habe mir Replays von dir angesehen, wo du Kacke gespielt hast. Ich habe mir 2 Games von dir angesehen, wo du Kacke gespielt hast. Wenn du jetzt einmal gewinnst, ist mir das doch scheißegal. Stell dir doch mal die Frage, will ich überhaupt carryen? Traue ich mir das zu? Ja oder nein? Ja. Wie bitte? Ich habe mich nicht gehört.
Ja, ich habe ja gesagt. Aber ich frage mich, so viel kann ich dann gar nicht falsch machen, weil ich habe 54% Winrate nach 87 Games. Du kannst Games gewinnen, weil deine Gegner schlechter sind als du. Aber, Bruder, das war wirklich öfters so, dass einfach... Ja, scheiß drauf. Nein, sag doch. Wo wir deren Botlane stompen und das wirklich von hinten carryen. Obwohl zwei Solo-Lane-Feeders sind. Wir. Botlane halt, wir. Ja, du mit der Pre-Man. Ich bin mein Pre-Man. Du weißt nicht, worauf ich hinaus möchte, oder? Ach, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ich dass ich shit bin und einfach mich zu sehr auf meinen Support verlasse. Ja, auf meinen Pre-Man halt. Pretty much. Also von dem, was ich sehe, von dem, was ich höre, bin ich tatsächlich der Meinung, du verlässt dich zu sehr darauf, dass irgendjemand anderes dich bestätigt. Oder aber, dass jemand mitmacht. Aber von dir aus kommt da nicht viel. Alright. Also, I mean, hast du denn von dir aus irgendetwas respektiert? Auch in den Reapers, die ich mir angesehen habe von dir, wo du auch mit deinem Pre-Mac gespielt hast, würdest du sagen, boah, da habe ich auf dieses System geachtet, darauf habe ich immer versucht zu achten. Nee, stimmt schon. Ey, wie gesagt, ich schalte einfach auf Autopilot, das ist dumm. Ich weiß, ich muss mich mehr konzentrieren. So, das ist es halt. League ist nicht einfach, ich mache, ich habe Lust. Es gibt auch positiven Autopiloten. Auf Trading Pattern zum Beispiel zu achten. Hey, das Spell ist auf cool on go, wir gehen drauf. Mhm. Aber dass du mal gewinnst, ist mir egal. Deine Winrate ist mir egal. Ich hatte hier schon so viele Leute, die waren Master Yi One-Tricks, haben Gold gehittet, spielen wie Bronze, wenn ich ihnen den Champion wegnehme. Dabei haben sie gute Winrate. Schau dir mal die ganzen Hecarim und Kayn One-Tricks an. Alle Elo-inflated. Haben alle gar keine Ahnung vom Spiel. Ich weiß, was du machst. Nee, es gab auch eine Zeit, wo Kaiser broken war und ich abused habe. So. Siehst du? Also gibt's ja immer. Ist ja, also Champion zu abusen ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn dein Skill davon abhängig ist, dass du etwas abused, dann bist du halt bad. Nee, das nicht. Also ich finde meine Xayah ist auch ziemlich clean. Und sie ist schon strong in der Meta, aber jetzt nicht so ein abusive Champion, dass man einfach sie pickt und automatisch gewinnt. Mhm. So wie es bei Kaiser im Extremfall war, wo man einfach Select Shift gebaut und einfach Perma Prio hatte und roamen konnte. Das war Turbo Cancer. War das deine Xayah? Hast du Xayah gesagt? Ja, Kaiser. Achso. Ich habe gesagt, meine Xayah ist eigentlich ziemlich clean, finde ich. So, ja, zurück zur Hauptfrage. Ich will das jetzt nicht so beenden. Sollen wir durchgehen? Was sollen wir deiner Meinung nach durchgehen? Was brauchst du, damit du dich traust, mehr zu machen? Ja, ich tue mir noch schwer, wann ich wirklich reinspringen kann und wann nicht. In Tristana Fall jetzt, weil ich hatte immer Respekt, so okay, ich werde jetzt einfach gewone-shottet. Aber du spielst Tristana doch nicht, um Respekt zu haben. Nee, das ja nicht, da bin ich ich weiß nicht, ich bin da ja reingejumpt. Ich achte auch zu wenig darauf, dass ich die Gegner wirklich denie und punische. In einem PvP-Spiel? Worauf achtest du denn? Lass mich das mal so fragen, worauf achtest du? In meinem PvE oder PvP? Ich hab's nicht verstanden. Nein, worauf achtest du, wenn du League spielst? Hey, Junge, was ist das für eine Frage? Ist eine legitime Frage. Auf die Spells, ja, nee, passt eh. Auf die Spells, die ich respektieren muss und die mich töten. Dann auf die Coolers, dann ob ich gegentraden kann oder nicht. Aber wenn sich das so anhört, warum muss ich die dann da die ganze Zeit in den Arsch treten? Weil da einfach nicht die Spells rauskommen, die ich rausholen will, aber ich baite sie auch nicht raus, weil ich fucking Idiot bin. Zum Beispiel Lux Stun. Lux hat keinen Stun. Wenn der draußen ist, kann ich kein... Snare. Sorry. Wenn der Snare draußen ist, dann würde ich reingehen, aber sie spielen halt obviously nicht, weil sie ihn hält, bis sie sich reinspringen. Aber ich bait ihn jetzt auch nicht raus, weil ich, keine Ahnung. Weiß ich wieso, dass ich das nicht mache. Hier habe ich gesagt, cover sie. Dass sie da nicht durch kann. Dann geht's einfach turn. So, guck mal, das hier war schon unser Monsterstab. So, Wave geht rein. So, ne? Wave ist natürlich erstmal ein bisschen huge. Bisschen Respekt, ist rein. Hier reinspringen. Ja. Warum? Also das erste. Stun ist ist draußen in Stun, sie haben kein Damage. Free. Können die dich one-shotten? Nee, in dem Moment nicht. Ne. Dann einfach drauf. Du hast auch Double Buff. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, komplett. Im Nachhinein sehe ich sie. Jetzt steppt er ab einfach, selbst wenn er nicht zuerst absteppt. Du hast schon früher das Blackship bekommen. Einfach rein. Ja, das hab ich. Die können dich auch nicht immer bursten, weißt du? Die müssen dich erstmal runterpoken. Danach braucht der Jhin seinen vierten Schuss. Like, du bist einfach Loon Quiver Tristana gegen einfach Hartz-IV-Empfänger Jhin.
Ey, yo. Ja, ich seh's eh im Nachhinein. So, und wenn ich dich frage, was ich gut mache, ja dies und das und Ananas, und dann gucke ich mir das hier wieder an. Also, das Ding ist, rein von dem jetzt, wie es rüberkommt, ne, ist ja natürlich was anderes. Ich weiß ja nicht, wie du sonst drauf bist. Du hast eine völlig falsche Einstellung von dir. Nein, von dir, also von dir selbst. Ja, von mir, ja. Die ist, immer wenn ich dich irgendwie irgendwas frage, ich weiß nicht, ob du einfach nur rumjoken willst oder so, aber das wirkt so ein bisschen wie, ich bin der King. Überhaupt gar nicht. Ich, nee. Okay, dann, du hast ja eben Punkte genannt, in denen du gut bist. Jo. Das habe ich danach gesucht. Hast du sie gefunden? Na, gar nicht. Schade. Ja, scheiße. Ja, ey. Ich kann ja nur sagen, wie es rüberkommt. Ich hätte doch gern zweimal Ezreal gespielt, sag ich dir ehrlich. Was hat denn das zweite Ezreal Game verändert? Weil ich da einfach viel confidenter auf Ezreal bin. Das sagst du, nachdem du dieses Game gespielt hast? Nachdem ich mir das Game angeguckt habe und das? Okay. Okay, meine Konfidenz ist anscheinend zu niedrig. Moment. Also Mist. Moment. Das Interessante ist ja, also sagt mein Chat auch, du widersprichst bei fast allem, was ich sage, und erst dann, nachdem ich dir zeige, dass es wirklich so ist, änderst du wieder deine Meinung. So, warte, Moment kurz. Also Monsterstart, ne? Monsterstart, 2-0. Huge. Du kannst doch jetzt die ganze Zeit dafür nachgucken, ob du die auch pressuren kannst, right? Also klar, ne? Jetzt ist die Wave huge. Ja, Austin. Austin, ist ja fein. Ja. Bruder, die dürfen hier gar nicht durch. Eigentlich sollte ich die Wave hier stehen lassen und einfach warten, bis es die upsteppen und dann panisch. Du lässt die Wave rankommen, stellst dich hier hin, bearbeitest die. Ja. Ich sehe es eben nachher. Ich weiß, was du meinst. Ich schalte einfach zu sehr auf Autopilot in-game. Ich weiß es auch nicht. Es ist komplett dämlich. Jetzt sehe ich es auch. Hast du schon mal Post-its versucht? Nee. Weißt du, was Post-it ist? Ich weiß, was ein Post-it ist. Was ist ein Post-it? Ja, so ein Klebeheftzettel. Ja, und dann schreibst du dir Fragen auf. Oder aber, wenn du auch in der Academy bist, nutzt das betreute Spiel. Kennst du das betreute Spiel? Nee, kenne ich gar nicht. Oder. Ja, zeig mal her, komm. Bisschen Eigenwerbung. Das ist nicht Eigenwerbung. Hier in der Academy betreute Spielen. Was hast du dann dabei an? Der flüstert dir Sachen ins Ohr, damit du mal ein bisschen nachdenkst. Ach so, lol, nee, kenne ich gar nicht. Crazy. Ganz neu. Eine halbe Stunde lang wirst du zugemüllt mit Sachen, auf die du achten sollst. Wo startet Enemy Jungler? Kannst du Early traden, Early fighten? Willst du einen Drache contesten? Wer ist Winning Condition und so weiter? Oha. Ja, Mann. Ja, aber so. Nee, ich sehe, was du meinst auf jeden Fall. So im Nachhinein. Ich punish dir einfach nicht. Ich pushe einfach wieder die Lane, gebe den wieder free zum Farmen, ne? Die neinen gar nichts. Warte mal. Das ist der Goldgraf. Ja, ich sehe es. Eigentlich hätte ich sie abusen können. Dann wäre die kein einziges Mal über mir vom Gold her. Wir sind consistent. Also ja, Nautilus und Samira kann auch im Nachhinein immer noch ein bisschen schwierig sein als Ezreal. Gerade auch, weil du nochmal 400 Gold halt wastest, in Anführungszeichen, für die Trainer. Aber die waren ja absolut pissbad. Ja, waren sie. Und das sind halt so. Also, du weißt ja scheinbar die Sache, aber hast du nur im Autopiloten. Ja, ich denke gar nicht in-game drüber nach. Ich weiß auch nicht wieso. Also einfach. Wie gesagt, dann probier mal diese Post-its aus. Wenn du schon weißt, was ansteht, mach dir Post-its mit Fragen. Was ist der wichtige Spell? Keine Ahnung, wann spike ich? Wo möchte ich fighten? Und so weiter. Und dann immer, wenn du auf die Map schaust, dort nochmal mit hin. Ja? Ganz gut, ja. Ich weiß auf jeden Fall. Ich sehe es im Nachhinein. Ja. Hast du noch Fragen? Irgendwas, was du nicht verstanden hast? Nee, eigentlich im Nachhinein. Das Problem ist, ich sehe es eh im Nachhinein, was ich da hätte anders machen sollen. Deswegen haben wir die Post-its, damit du es mitten in-game siehst. Ja, jo, mach ich. Ich probier's mal so. Okay. Ich probier's mal mit Post-its. Okay. Alles klar. Gut, dann wenn du nichts hast, dann wäre ich jetzt weg. Wenn es noch was gibt, kannst du mir gerne auf Discord schreiben. Passt. Und dann wünsche ich dir noch einen guten. Perfekt, danke dir auch, Mann. Bis rein dann. Bye-bye. Ciao.